Mini Winnie, Würstchenkette hier bei Ronnys Würstchenbude, Team Deathmatch. Momentan bin ich noch alleine und da kommt auch der Rest ins Spiel. Und ja, wir spielen Team Todesmatch. Warum spiele ich keine anderen Modi? Ich werde immer gefragt, mach doch mal das, mach doch mal das. Leute, geht nicht. Spielt einfach kein Mensch und ich habe keinen Bock, ewig zu warten. Team Deathmatch ist wenigstens sofort. Und auch in anderen Spielmodi habe ich keinen Bock, mich wegcampen zu lassen. Im Team Deathmatch kann ich mich halt aufregen, kurz. Und ich bin sofort wieder da. Das heißt, der Aufreger, der eine ist halt nur kurz und dann kommt der nächste. Und jetzt muss ich die Legs abwarten. Ich habe wenigstens mal getroffen. Jetzt will ich wieder nur einen Assist haben. Leg, 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 leg. Und gut. Sergeant Slaughter, hier ist doch noch einer. Okay, also, wir machen jetzt hier mal professionelles Gameplay. Schön gucken nach links, begutachten jeden, der am Boden liegt. Kann immer noch ein Camper sein. Papa Roach hier Level 1 Prestige und er ist gestorben an einer Granate. Hier ist ein typischer Camper, der einen Raketenwerfer hat, was übelst lame ist. Und da hinten ist ein Haftbefehl und ich gucke nicht nach links und rechts. Ich habe nur das Ziel im Blick, nur das Ziel im Blick. Und ein Action Dive. Im Sprung. Gut. Das wird nicht. Oh Gott. Hallo, du bist tot. Oh nein, ich bin tot. Ich will meinen Hafti wieder haben für einen anderen Befehl. Jetzt hau mal ab und messe hier nicht in der Luft rum. Willst du mich natzen? Kann man machen, ey. Scheiß Campers Care, was mitten auf dem Feld lag. Den kriegen natürlich keinen Assist für. Feindliche Vorräte. Das ist er doch. Das ist doch Cammy. Cammy Schlag. Ist feindlicher Kömmschlag, komm. Natürlich! Was kommt da? Trinity! Was ist mit dir? Vor die fucking Rakete mich erwischt. Nimm mal Gilly. Was ist mit Gilly Boy? Ha! Hehehe. Ja, ne, wenn er das Ding schon wegtankt, dann kann er auch kassieren. Schön gemacht, Al-Qaida hier. Lass sie nicht messern. Oh, hallo, und wer schützt mich hier? Na, kein Teamplay. Ich rette ihm dann den Popes. Komm, ja, an. Der hat an. Der hat an. Spawn ich genau vor ihm, damit er mir direkt in den Rücken schießen kann. Das ist der Aufholfaktor. Erinnert mich an Mario Kart, kennt noch Mario Kart einer, das klassische, wenn du letzter bist, kriegst du einen blauen Panzer oder so. Das Call of Duty, das Team, was hinten liegt, spawnt immer hinter dem Gegner. Oder hält einfach mal viel mehr aus. Was hat er denn für eine Weste? Was ist mit ihm, ey, Tank? Ja, Assist zählt als Abschuss. Kannst du sonst in die Haare schmieren, den Scheiß? Was ist denn mit der Waffe auf einmal los, ey? Ne. Alter, das habe ich mit der Maus auf den Tisch geschlagen, keine Angst. Ist das das, was ich denke, was es ist? Das ist der Tank wieder gewesen. Ich konnte wieder nicht töten, ich habe wieder nur einen Assist bekommen. Nachdem wir zu zweit einfach mal auf ihn draufgeballert haben. Jetzt kommt der Elendmann. Okay, da wurde ich von links gesehen. Das nehme ich hin. Das nehme ich so an. Alter, negatives Set im Team, das Mensch. Ich darf gleich nicht mehr spielen. Lass ihn nicht messern, Junge. Mhm. Irgendwas habe ich da gehört, ey, was mich da am Rücken gekratzt hat. Und jetzt habe ich fast wieder alle bis auf Gilly Boy bekommen. Mit seinem Tanksuit. Wenigstens konnte ich mich jetzt wieder hochschießen. Er ruft Wasser. Wie noch? Ach, der hatte noch keine. Der kriegt jetzt erst die Panzerung. Der war einfach unequipped. Damit er jetzt nicht gerechnet. Und meine Waffe trifft wieder einen am Kopf und wieder und. Noch gar kein Gear. Jetzt ist er erst der Juggernaut. Nicht vorher. Mann, Mann, Mann. Da habe ich aber auch vertan.
wie konnte es dazu nur kommen? Ja, wenigstens haben sie verloren, nachdem ich hier von einem Maniac abgefuckt werde. 13-13, ich darf weiterspielen, ich habe nichts dazu beigetragen, habe aber auch nicht verloren. Ah, hier, yeah, Insane Axe, das ist der mit der Tankrüstung, der ist auch nicht gestorben am Ende. Wir sehen uns gleich nochmal wieder, Leute. Ja, da sind wir, Runde 2. Ladebalken hat irgendwie ewig gedauert. Delicious Nuts. Und Alter, das Spiel macht mir Kopfschmerzen momentan. Mir geht's ja mal gar nicht gut. Heute ist ja Sonntag, das ist ja der Aufnahme-Marathon. Und irgendwo da muss er liegen. Ich bratz mal in die Menge. Das hat noch dann geklappt. Und ich werde auf jeden Fall weiter mit COD machen. Jetzt kommt immer sporadisch. Ich muss auch Zeit haben dafür. Obwohl COD mit am wenigsten Zeit braucht zum Aufnehmen. Wie gesagt, ich bin ja nicht schlecht in COD. Das Spiel geht mir nur auf Eier. Ich bin vielleicht auch nicht provisionell toll gut unterwegs. Aber halt auch nicht schlecht. Deswegen ist halt eigentlich jede Folge ein Treffer. So, und die Lanade muss jetzt hier an der Wand liegen. Ja, immerhin, ne? Kann man machen. Ich recorde das mal. Wachen wurde getötet. Los, Wolf! Jawoll! Ja, leg die auf den Boden. Hätte ich schon vorher wissen müssen. Satcom-Verbindung aktiv. Dein Ernst? Also mit dem Namen Dildo Fee, ey? Feindliche Satcom-Gesichter. Können die unter jedem Dreckstisch können die hier liegen, ey? Unter jedem dreckhelligen. Risky Business, was ich hier mache. Ich hab den Shit voll überlebt, ey. Und dann dachte ich, oh, die meisten kommen dann immer direkt um die Ecke, um zu gucken. Oh mein Gott, mein Camper-Skill ist explodiert. Wie soll ich denn jetzt weitercampen? Jetzt muss ich ja entweder ihn töten und dann sterben. Ja, lag. Ey. Es laggt immer, wenn man Camper-Skill will. Das ist absolut. Aus dem Weg, ey. Oh, ja, block mich noch mehr, ey. Lauf wenigstens weiter nach rechts. Ich konnte ihn nach rechts laufen. Ausweichen ist immer rechts. Schon immer gewesen. Jetzt mach mal die Scheiße da weg. Komm, ey. Wie viel hält der Abfuck denn aus? Ein Shooter kommt wunderbar ohne Kill, Abschuss, Serien, Beschiss, Scheiße aus. Nimmt den Dreck mal wieder weg, obwohl dann ist es ja kein Call of Duty mehr. Dann denken, oh, 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 noch mehr von Crapplefield gekauft. Kommt, ich wollte die noch töten, aber die haben alle so einen Stirnnacken, wo die Kugeln drin abprallen. Ey, immerhin, ey. Ich komme nicht drüber, aber ich kann auch nicht die Straßenseite wechseln, wenn jemand auf derselben Kackseite spawnen. Obwohl hier doch auch Gegner sind, dann können wir auch mal auf die andere setzen. So, runter hier. Oh, wo sind sie jetzt? In welchem Fenster? Was machst du da? Beine gebrochen. Alles gut mit dir? Ist da oben einer? Nee. Na, Hit. Ah. Lauf mal querfeld ein. Ah, komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Und dann guck, aus dem Fenster gucken ist auch eine scheiß Idee. Sliden. Sliden. Versuchen, 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 versuchen. Wir sind drüben. Messerjocke. Wie können wir denn die Führung verlieren?
Feindliche SATCOM gesichtet. Das ist doch nicht sein Ernst, ey. Wie können wir die Führung verlieren? Wer spielt denn hier mit und hat das System nicht verstanden? Ja, alle außer ich und aller hier. Mehr Kills als Tode. Mehr ganz einfaches Spielprinzip. Oder so viele Kills wie Tode, damit ihr kein Klotz am Bein seid. Alles andere ist inakzeptabel, ihr Das ist nicht mal ein Raum, wo man durchgehen sollte, ey. Er hat einfach nur so ein Paket über gehabt. Zu Weihnachten bekommen, ey. Wie soll ich denn die Scheiße aufholen mit dem Team? Hopp. Wo? Ist nicht unter der Treppe? Nee, Gott sei Dank hat er Glück. Er ist da lang gelaufen. Ja, akzeptiere ich. Ja, schön gemacht. Wer schleicht hier denn? Kuchiki Byakuya. Senbon Sakura. Kageyoshi. Weiter, du machst das. Ich gebe dir Rückendeckung, aber ein bisschen schneller, wenn es geht. Ich will ja als Camper gelten. Bin ich schon tot? Zeig mal was, wir haben noch eine Z-Com. Eure scheiß kranken Mütter, ihr dreckigen Jugendcamper. L2P. Das sagt er, dass ihr wisst, wer das ist. Das ist der Everytime-on-Ground-Typ. Dildo-Fee, der sich Gott sei Dank mit linker Maustaste auch hinlegt oder schon vorher hinlegt. Hat das so eingestellt, dass er nur im Liegen schießen kann. Das ist Hardcore-Modus für Camper. Beziehungsweise Easy-Mode für Camper, damit die halt nicht einen Kill machen, wo sie nicht als Camper deklassiert werden. Oder eingestuft werden. Weil der will Full-Camper sein, Full-Time-Camper. Das heißt, du darfst keinen Kill im Stehen machen. Und deswegen legt der sich zuerst mit der linken Maus hin und darf dann erst schießen. Und das ist der, der sich jetzt über Camper beschwert. Ey, seine Mutter. 16-10, ich habe alles getan, was ich konnte. Mit welchen Idioten muss ich zusammenspielen? Kuchiki Byakuya und noch schlechter Mick DD, schön Prestige. Und der andere Idiot ist auch Prestige. Ja, Prestige gibt es anscheinend doch an jeder Ecke. Die sind anscheinend schon öfter Prestige geworden. Da stumpft man wohl ab. Was schießt denn da noch? Ich nehme das mal mit. Ich nehme das nicht mehr mit. Was ist mit dir? Mick DD hat mal wen gekillt, Bug. Kommt da was? Kommt da wer? 6 Kills liegen wir noch hinten. Macht mal Action. Wurde der gemessert? Ja, der wurde gemessert. Ach, shit. Natürlich verlieren wir diesen Kampf. Er kommt von links. Chance, dass ich ihn kriegen kann, ist gegeben. Ja, wenigstens das. Camper's Care dann noch geschmissen. Camper's Care aggressiv nutzen, um eine Ecke schmeißen. Wo ist die Dildo-Fee? Oh. Wir laufen den Weg, bis man wen sieht. Da war er doch, aber jetzt hat das MG ihn. Ich habe mich gerade nämlich umgedreht, so wie hier lang hätte er ja nicht laufen können. Da war nämlich das MG im Weg und ja, 8 und 12, Daseinsberechtigung gegeben, Kampf verloren, normal, Obercamper des Todes und Prestige-Idioten auf Doom. Let's play Call of Duty, wo der Rang nichts aussagt. Ja, 4 zu 12, gratuliere zum x-ten Rang Prestige, 6-13, Mann, sowas kriege ich nicht mehr in den schlechtesten Runden hin. Aber egal, wir freuen uns auf die nächste Runde COD und sehen uns dann wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.